ich mal, herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines 2. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Während die Musik mir schon wieder viel zu laut ist, das ist Wahnsinn, dass die so laut ist. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ganz ehrlich. Das ist Wahnsinn, ich mach das mal echt ein bisschen leiser jetzt. Das ist ja furchtbar. Das ist ja... alles mal so ein bisschen leiser. Die Musik ist immer noch so laut. Noch mal ganz kurz. So. Das müsste jetzt gut sein. Also, wie gesagt, herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines 2. Mein Name ist Ed. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich ganz besonders. Und willst du nichts mehr verpassen? Abo da lassen, Glocke aktivieren. Gerne, gerne kommentieren und liken, was das Zeug hält. So. Es kam heute Morgen ein Patch raus, ein sogenannter Hotfix, soll angeblich diverse Sachen gefixt haben. Das hier sehe ich noch nicht so mit den Einwohnern, beziehungsweise mit der genügend Kunden, das haben sie wohl noch nicht gefixt. Angeblich soll die Performance verbessert worden sein. Ich laufe hier immer noch mit 30 rum, also es ist nicht so prickelnd. Egal. Gut, also, wo waren wir stehen geblieben? Beim letzten Mal, liebe Freunde, haben wir hier hinten gebaut. Wir haben momentan extreme Nachfrage nach Gewerbe, nach Gebäuden und ein bisschen Industrie wieder. Können wir machen. Hier wird gerade gebaut, das lassen wir mal machen. Wir sind in ein, immerhin in ein Plus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich wollte ja eigentlich hier hinten nochmal so ein großes Gebiet bauen. Hab da offscreen mal kurz eine Auffahrt-Abfahrt gebaut für die Schnellstraße, beziehungsweise die Autobahn hier ist. Und dann müssen wir uns mal langsam überlegen, wo ist denn, haben wir hier überhaupt noch, hier doch, ist das hier ist auch eine Autobahn? Ah, hier ist, alles klar, hier ist tatsächlich die Eisenbahn. Wollen wir mal langsam überlegen, ich will mal ganz kurz gucken in die Produktion. Ich sagte in die Produktion. Okay, doch nicht in die Produktion. Hier in die Produktion? Auch nicht. Dienstleistungen. Produktion, da haben wir es. Also, wir haben ein Defizit von 108,50. Immer noch zu wenig. Immer noch zu wenig. Also, wir brauchen anscheinend noch mehr Flächen. Auch Holz ist problematisch. Also, brauchen wir noch mehr Industrie. Wie es aussieht. Hoppala. Und natürlich mehr Wohnraum. Also machen wir uns erstmal in dieser Folge weiter um den Wohnraum. Hier hinten Industrie, ich weiß noch nicht. Was wir aber mal machen könnten eventuell, hier ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Verkehrstechnisch ist echt eine Katastrophe gerade. Und hier parken sie auch wieder, das sollen sie, oder? Parken sie oder fahren sie? Ne, die parken. Frech. Geht gar nicht. Ja, wir müssen ihnen das Parken verbieten. Das machen wir am besten... über Bäume. Und dann müsste das eigentlich gehen. Aber da habe ich ja eigentlich schon verboten. Ich finde das ein bisschen, wie gesagt, sehr umständlich, dass man das alles einzeln ziehen muss. Finde ich nicht so gut gelöst. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht nur im Parkhaus dann forschen. Lass das mal laufen. Momentan drehen sie jetzt. Ja, hier ist viel los. Hier ist richtig viel los. Für meinen Geschmack ist das viel zu viel. Ja, über die Autobahn, da kommen sie natürlich. Naja, gut. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben auch Industrienachfrage mal wieder. Und hier dieses Güllezeugs von unserem Wasser. Es wird auch nicht besser, ne? Da müssen wir uns auch mal überlegen, ob wir da nicht nochmal nachziehen. Apropos nachziehen. Ich nehme mal hier eine Straße und... sehen mal zu, dass wir den Rest hier irgendwie auch noch angedockt bekommen. Geht das hier? Kriegen wir den da ran? Ja, wir kommen leider nicht so ganz weg von dem Kästchenbausystem. Was ich echt ein bisschen schade finde. So, dann haben wir noch ein bisschen Industrie hier genutzt. Industriefläche geschaffen. So, zack, bumm. Machen wir das mal. Und hier könnten wir um den... was ist das? Friedhof, ne? Der Friedhof, genau. Das ist der Friedhof. Da könnten wir eine verkehrsberuhigte Straße machen. Weil ich denke mal, das ist...
Oh, eine Gasse gibt es hier auch. Ist interessant. Fußgängerstraße. Das ist ja mal interessant. Kriegen wir dich da mal wieder. Ach, ja, wieder eine Kreuzung, ne? Komm, wir machen es trotzdem. Wir ziehen das hier mal durch. Ganz verkehrsberuhigte Straße eventuell. 90 Grad. Ja, damit wir hier die Fläche nochmal nutzen können. Ja, damit wir ein bisschen den Lärm wegkriegen aus der Stadt. Ist hier okay? Ja, das würde gehen. 90 Grad, okay. Ist nicht so, da vielleicht hier noch was Größeres rein. Auf jeden Fall hier erstmal noch ein paar kleinere Gebäude. Nachfrage nach Gewerbe ist auch wieder vorhanden. Das ist Wahnsinn. So, okay. Haben wir. Alles klar, wir machen noch. Jetzt machen wir sogar wieder richtig Plus. Das ist gut. Was wollte ich machen? Ach ja, wir wollten jetzt hier bauen. Ich lasse erstmal laufen, ganz normal. Wir wollten ja hier bauen. Ich wollte ganz gerne hier auf jeden Fall große Flächen machen. Mit großen Wohngebäuden eigentlich. Dazwischen natürlich ein bisschen Gewerbe. Gemischte Wohnungen schaden auch nicht. Und da machen wir das mal so hin. Geht die Brücke hoch. Hier wird auch gebaut, das ist gut. So, wie gesagt, hier soll eigentlich eine zweispurige, oder wir machen hier eine dreispurige asymmetrische Straße, die hier rausführt. Okay, zwei, eine, ne? Gehen wir jetzt hier auf zweispurig und fahren hier den Fluss entlang, also das Ufer. Damit wir auch mal ein bisschen was aufgebrochen bekommen. Und nicht immer nur im Kästchen bauen. Finde ich jetzt nämlich auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Immer nur im Kästchen bauen. Was ist das denn? Zweispurige Brücke mit Holzdach. Okay. Können wir nur mal just gucken. Ich weiß, dass man auch Straßen doppelt bauen kann. Das ist mir bewusst. Wie sieht es denn aus? Was brauchen wir denn? Hohe Kriminalität. Das ist ein Problem. Haben wir da schon was Großes? Ja, wir hätten das Polizeihauptquartier. Es kostet aber extrem. Und so viel habe ich eigentlich auch nicht. Boah, 82%. Ey, das ist schon böse. Vor allen Dingen hier im Industriegebiet. Ey, normalerweise müsste ich das jetzt hier hinpacken. Es würde sich anbieten. Komm, machen wir auch. Ja, das zieht uns. Ah, das zieht uns wieder richtig runter. Ja, das zieht uns wieder richtig rein. Wo war ich denn jetzt? Hier wollte ich ja bauen, genau. Haben wir auf der anderen Seite schon gebaut? Ja. So, wie gesagt, hier gemischte Gebäude. Hier vielleicht nochmal so ein bisschen Mix fahren. Und auch ein bisschen was für die Fröhlichkeit packen. Feuerstelle wäre nicht schlecht. Würde ich aber ganz gerne hier irgendwie hin basteln. Ich versuche. Hoppala. Das so gut es geht hier zu machen, aber. Ja, das war klar. Ich will ja niemandem was wegnehmen, ne? Also platztechnisch. Also müssen wir ein bisschen. So bauen. Ich hätte wahrscheinlich auch parallel bauen können. Wäre wahrscheinlich auch gut gegangen. So, wieder Nachfrage nach billigen Wohnungen. Oh, das ist ja furchtbar. Noch ein bisschen Gewerbe. Die billigen Wohnungen, diese günstigen, diese Einraumwohnungen, baue ich hier am Rand.
Baue ich hier am Rand. Auch Wasser. Nicht genügend Strom. Nicht genügend Strom. Ach, über die Autobahn führt keine Strom. Na klar. Na klar. Na gut, warte mal kurz. Kein Problem. So, dann müssten sie Wasser haben. In der Theorie, ja, Wasser läuft. So, Strom. Muss ich gucken. Unterirdisch. Ja, ne, keine Straße, kein Strom. Klemmen wir hier direkt ran. So. Dann sollte jetzt hier auch Strom fließen. Den wir immer noch nicht selber erzeugen. Tatsächlich. Warte mal kurz. Wir werden auch mal hier die Straße gleich upgraden. Ich möchte, dass die, wie gesagt, im Parkhaus parken. Das ist eine gute Einnahmequelle. Man glaubt es kaum, es ist aber tatsächlich eine hervorragende Einnahmequelle, wenn man mit Parkhäusern arbeitet. Gerade am Anfang. Ach, hier ist ja die asymmetrische. Entschuldigung. Hier geht's noch. Die Straße ziehen wir durch. Guck mal, wir können sogar in der Mitte machen. Und dann müssen wir uns mal überlegen, ob es nicht langsam, aber sicher doch ein bisschen Zeit wäre. Machen wir noch Rasen dazwischen. Weil es einfach cooler aussieht. Mal über den Busverkehr nachzudenken. So, haben wir hier. Dann machen wir es hier auch. Na, dann zwinge ich die halt dazu, dass sie wirklich ins Parkhaus müssen. Und das Parkhaus bringt uns wieder Einnahmen. Sprich Parkgebühren. Ja, wie gesagt, und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich das ziemlich lästig finde, dass man hier alles einzeln nachziehen muss. Das fand ich in ersten City Skylines besser gelöst, ne? Da hast du es angewählt und dann hattest du deine Dinger drauf. Fand ich deutlich angenehmer. Muss man so sagen. So. Dann bauen wir hier aber auch noch eine Verbindung. So, und ich würde hier... Okay, es ist nicht ganz gerade, aber es macht nichts. Auf jeden Fall hier rüber. 91, 95 Grad. Das ist nicht ganz gerade. Das ist jetzt ein bisschen... Das gefällt mir jetzt natürlich wieder optisch wieder nicht. Na, das... Und ich habe das so oft ausgestellt mit dieser Radiowerbung. Trotzdem ist es drin. Na, wir fangen schon wieder an, kleinteilig zu basteln. Das ist... Warum geht denn das hier so? Warum droppt er denn hier so doof an? Ja, so ist besser. Zwar ein leichter Knick drin, aber ist egal. Aber es sieht deutlich besser aus als vorher. So. Dann haben wir das ja auch schon mal. Ich lasse weiterlaufen. Industrie ist gerade wieder hohe Nachfrage. Müssen wir wieder gegensteuern. Ich weiß gar nicht mehr, obwohl hier wird ja gerade nur erst noch gebaut. Also, alles gut. Dann lassen wir das erstmal. Lassen wir das erstmal aufbauen. 5000. Alleine nur durch dieses... durch die Kriminalität, die immer noch nicht besser wird. 104. Ist noch nicht so der Burner. Bevölkerung geht hoch, Geld geht runter. Das ist schlecht. So, haben wir denn hier irgendwie mal Special-Gebäude? Popmusiker-Anwesen. Hm.
Hier würde es doch, glaube ich. Machen wir es dahin. So, Meilenstein, Stufe 6 jetzt. Das ist schön. Immer noch Gesundheitsversorgung und Internet ist noch ein bisschen problematisch. Ich mache mal schneller. Wir müssen erstmal einziehen und dann muss ich auch nochmal auf jeden Fall ein Parkhaus bauen. Das kostet 10.000. Ich weiß, dass das hier nur 7. Guck mal, das kostet nur 7.000. Hat 200 Kapazität. Das wäre schon nicht schlecht hier. Unterirdisches Parkhaus. Können wir das erforschen? Tiefgaragengebäude. Können wir. Nehme ich mit. Und Gefängnis wäre auch ganz gut. Verbrennungsanlage. Erhebliche Bodenverschmutzung, das ist nicht so gut. Geothermalkraftwerk. Hab leider nur 3 Punkte gerade. Zug, Wasser, Luft. Wir könnten Zug und... Ich nehme den Zug mit. Und das Wasser nehme ich auch mit. Vielleicht kriegen wir ja so ein bisschen was hin. Ich lasse mal durchlaufen. Was haben wir denn hier? Einen Hafen? Enger Seeweg, mittlerer Seeweg, breiter Seeweg, Frachthafen. Okay, frachttechnisch sind wir noch nicht so unterwegs. Parkpflege. Wir hätten schon ein bisschen was, aber sie sind teuer. Ganz schön teuer. Ah, es ist noch ein bisschen teuer. Aber das hier ist gut. 7.000 kostet das nur. Und die werden dazu in dem Moment halt genötigt, das zu nutzen. Was echt gut ist. Und es nimmt wenig Platz weg. Es hat, hat Platz für 200, glaube ich. Genau, für 200. Und nimmt relativ wenig Platz weg. Und sieht auch noch cool aus. Bei Nacht jetzt natürlich nicht so. Muss schon wieder für Industrie Nachfrage sorgen. Und Leichenwagen haben wir auch ein Problem. Ist unser Dings schon ausgelastet? Vielleicht Krematorium nochmal holen. Was kostet denn auch wieder Geld, ne? Das ist alles so eine Sache. So, lass mal straßentechnisch jetzt hier mal weitermachen. Ich mach das mal frei. Machen wir es mal so. Wie gesagt, wir lockern das mal ein bisschen auf jetzt. Ich halte das für durchaus sinnvoll. Vielleicht, okay, hier haben wir einen Kreisverkehr, das ist okay. Hier vielleicht nochmal einen großen Kreisverkehr reinbasteln. Na? Schaden tut's nicht. Machen wir gleich mal eine Schallschutzmauer. Auch das schadet nicht. So, Nachfrage. Ey, die haben echt nur...
Warte mal kurz. Ich mache gemischte. Ich finde das besser. Und Wahnsinnsnachfrage nach Einkaufsmöglichkeiten. Und bürotechnisch gar nicht. Villa City. Eine Soda-Bar der alten Schule auf der großen Dachterrasse können Stammkunden ihre Getränke und gleichzeitig die Aussicht genießen. Schön. Schön. Wenn wir aus dem Minus wieder rauskommen. So, hier hinten. Ja, ich will unbedingt hier gemischt haben. Hier können wir wieder drüber reden, ob wir eventuell sagen, okay, wir nehmen da ein bisschen die kleineren hin. Kann ich mich damit anfreunden. Dann haben wir zumindest schon mal das Gebiet hier gut abgedeckt. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Auch in Hinsicht, ich kann es leider nicht sehen, es ist gerade dunkel, das ist echt ein bisschen schade. Bevölkerung erhöht, oh, Wahnsinnsnachfrage nach Verkaufsdingern, das ist Wahnsinn. Aber gleichzeitig nicht genug Kunden, wisst ihr, das passt noch nicht, das ist nicht balanciert. Das ist noch nicht gut. Aber das mit den Schallschutzwänden ist nicht schlecht hier. So. Was kostet es? Zwei Wohlbefinden. Da steht nicht dabei, ob du irgendwas bezahlst. Ich guck mal. Gewerbespezielle Villa City. Minus ein Kosten für Importe stadtweit. Oh, geilo. Aber das sollten wir mal überlegen. Warum wird das runtergezeigt? Das verstehe ich nicht so ganz. So, bauen wir das da auch mit hin, wenn es uns nichts kostet. Why not? Plus 1 Attraktivität, minus 1 Kosten für Importe, plus 3 Wohlbefinden. Also das ist schon geil. Schon nice. Guck dir mal den riesen Parkplatz an, ne? Voll. Knacke voll. Ah, das ist Wahnsinn, was die für Nachfrage ist für Gewerbe, ey. Was ist bestimmt mit euch nicht? Okay, 8%. Ich erhöhe mal wieder auf 13%. Dann geht das mal ein bisschen zurück. Das ist ja Wahnsinn. Kann ja nicht sein, ey. Hey, komm her, fahren Sie schon mal gut rein. Jawohl. Das bringt halt Money. Die müssen hier reinfahren. Wenn sie parken wollen, müssen sie hier reinfahren. Das ist ja das Miese. Na Leute, kommt. Können wir mal ein bisschen Optik noch irgendwie was machen? Was ist das hier? Parkpflege. 40.000, ey, dass die Dinger alle so teuer sind. Hm. So, Leute, kommt. Ich baue euch extra was hin. Man, gerade ein bisschen Minus, das gefällt mir natürlich nicht. Schon mal 24 Minuten und gefühlt nichts. Nichts geschafft. 0 Uhr 21, können wir nicht irgendwie mal umschalten? Wollen wir nicht die ganze Zeit den Nachtmodus haben, oder? Immer noch so viel Nachfrage nach Gewerbe, das ist Wahnsinn. Das kostet uns so viel Geld hier. Ah, aber die Kriminalität
scheint jetzt. Ja, deutlich besser. Deutlich besser. Nur hier hinten ist noch doof. Friedhofs verfügbar 99%. Okay, das ist in Ordnung. Das ist soweit okay. 4000, okay. Guck mal, wie schön das hier wächst, ne? Die steht da hier. Ja, so langsam wird's doch. Dann sofort wird's angenommen. Ist Wahnsinn. Das ist der Hammer, ey. Okay, die Personen, die Bürger steigen. Das ist schön. Es ist leider noch zu dunkel. 1:56 Uhr. Leichenwagen ist noch ein Problem. Warum stehen die hier alle? Das geht ja gar nicht. Ihr sollt gefälligst parken. In die Parkhäuser fahren. Ich glaube, Spinne. Wer parken will, muss in den Parkhäusern fahren. Unbedingt. Hier ist noch was frei. Vielleicht können wir da nochmal ein Parkhaus hinbauen. Ist mir egal. Oh, das ist das Haus weg hier. Das Ding hier ist knüppelvoll, ne? Ja, wie sieht's denn aus? Wir können ein paar Bäume hier pflanzen. Das ist mir hier nämlich viel zu kahl. Viel zu kahl und. Ein paar Büsche hier überall mit hin machen. Für die Optik. 4000 machen wir minus. Das ist aber noch okay. Aber es wird sofort angenommen, ne? Guck, es steigt. Wunderbar. Dadurch kriegen wir wieder Einnahmen. Gut. Sehr gut. Was ist hier hinten los? Wasser? Nicht genügend Strom? Willst du mich veräppeln? Hast du nicht genügend Strom? Eigentlich müsstest du doch genügend Strom haben. Abwasserrückstau, nicht genügend Strom, nicht genügend Wasser. Ja, du bist direkt dran. Ja, weil er an der Autobahn steht. Weil er an der Autobahn steht. Okay, pass auf, mach mal Folgendes. Ja, pass auf, wir werden mal die Zone hier aufheben. Das ist nicht gut. Zweitausend, ja, siehst du, es geht runter, ne? Also die Parkhäuser und so weiter, das bringt schon extrem. Das ist schon echt eine gute Einnahmequelle. Ja, hier wird es jetzt auch langsam voll. Sehr gut. Es ist Herbst. Es ist nicht so schön. Es wird vor allem jetzt erstmal Tag. Es ist 5:13 Uhr. Da unten. Und das hier, das, wie gesagt, Industrie. Auch nicht gut. Auch nicht so gut. 90 Grad und dann überlappt das wieder.
Quatsch. So, können wir da ran? Kommen wir da irgendwie drunter? Okay, das ist ja eigentlich Quatsch hier, ne? Dass du mitten über der Autobahn fahren kannst. Das ist ja Quatsch. Moment, das geht ja gar nicht. Vor allem, was ist das für eine Straße? Ein Quatsch hier, so. Jetzt aber. Für ein bisschen mehr Industrie gesorgt. Und die Produktion reicht noch nicht aus. Müssen wir auch noch nachlegen. Überall müssen wir nachlegen. Ah, dann nehme ich eine Gasse. Komm mal die. Machen wir das für eine Gasse hier, ey? Das ist ja. Auch mal interessant, mal mit einer Gasse zu arbeiten. Na, warum nicht? Okay, dann machen wir mal den Rest wieder weg. Und machen hier mal kleine Gebäude ran. Das ist ja das, was wir momentan leider wollen. Auch wenn ich die Logik dahinter nicht verstehe. So, lasst uns mal hier hinten gucken. Leichenwagen ist das Problem. Und schon sind wir im Plus. Sag euch, Parkhäuser sind die Cashmaschine überhaupt. Sehr gut. So, schon wieder 32 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich lasse das hier mit den Bäumen. Es sei denn, es entwickelt sich da was. Haben wir hier vielleicht nochmal? Ach, haben wir schon. Okay. Sehen wir mal, sofort hier wird. Sofort wird es angenommen. Der Hammer. Aber sei es drum, wie es ist. Wir machen an dieser Stelle für heute Feierabend. Haben dieses wunderbare Gebiet gemacht. Hier, ja, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir auch. Da machen wir vielleicht einen Distrikt noch draus. Können wir vielleicht irgendwann mal machen, oder? Bezirkserstellungswerkzeug, genau. Das war ja vorher anders. Man hat ja früher gemalt, was ich persönlich deutlich angenehmer fand. Als diese Ziehrei jetzt hier. Finde ich jetzt nicht so der Burner. Ja, das wird ein Distrikt. Das machen wir jetzt noch schnell. Guck mal, da ist auf jeden Fall die. So. Holzenbrunnen. Nein. Das nennen wir nicht Holzenbrunnen. Da können wir auch gleich ein paar Sachen festlegen. Wir können ihnen auch sagen, sollen am Straßenrand parken. Das kostet dann aber auch wieder was, ne? Nichts mehr gratis parken hier. Entweder im Parkhaus oder allerdings. Geschlossene Wohnanlage. Auch 10, ne? Da können, wie gesagt, ne? Parken ist das neue Cash. Aber nicht Holzenbrunnen, das nennen wir mal. Komm. Braunschweig. Einfach mal just for fun. Braunschweig-Distrikt. So, okay, hier oben, das werde ich lassen. Ich wollte eigentlich aufhören, ne, Leute? Ich wollte aufhören. Es ist ja schon wieder zum Mäusemelken, aber wir machen das mal anders. Ich mache jetzt hier mal, ne, weil neben der Autobahn will ich nicht bauen. Also nicht unbedingt. Dichten Wald. Das Stück bleibt jetzt hier so. Ist okay. Vielleicht noch eine,
Busverbindungen. Aber dann gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.